Ich flaniere sehr gern und schaue sehr gern. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges für mich. Ich denke, dass sogar oft meine Geschichten, meine Drehbücher überhaupt mit diesen Orten beginnen und mich inspirieren eigentlich zu meinen Drehbüchern. Für mich sind die Orte auch in den Filmen auch Protagonisten, wie die Schauspieler. Und die spielen mit, ob nun für den Zuschauer bewusst oder unbewusst, spielt gar keine Rolle. Aber sie spielen mit. Sie nehmen den Ort und unterstreichen Dinge, die sie sehen. Ja. Man kann eigentlich auch eine Gesellschaftsgeschichte oder eine politische Geschichte an den Architekturen einer Stadt erzählen, ja, über das. Und wenn Sie nun diese Architekturen nehmen und Ihre Geschichte da platzieren, die Sie haben, ja, oder inszenieren, dann wird die Geschichte dieser Orte sichtbar. Das sind alles Sachen, die mich sehr interessieren, wie Gesellschaften sich permanent verändern und immer wieder neue Orte finden, wo diese Veränderung sich manifestiert. Berlin hat mich ja über eine sehr lange Zeit als Drehort fasziniert. Ich habe ja 3 Filme hier gemacht, die auch zusammen in einer bestimmten Weise zusammengehören, die sehr unterschiedlich sind. Aber ich habe sie Berlin-Trilogie genannt. Und auf eine Weise gehören sie zusammen, weil ich die Stadt auf ganz unterschiedliche Weise porträtiert habe und die Schauspieler in diesen Orten inszeniert habe. Und durch die Inszenierung verändern sich natürlich die Orte auch, ja, oder sie bekommen eine Bedeutung oder eine Unterstreichung, ja, dessen, was sie sind. Berlin hatte ja diese unglaublich großen Depots, zum Beispiel an Kohle. Und dann gab es diese riesigen Gaswerke, wo dann eben auch diese Abfälle der Koks dann eben in riesigen Hügeln geschichtet war. Und man hat dann diese Hügel mit grünen Planen bedeckt. Und jetzt muss man sich vorstellen, das sind also diese grünen Hügel. Daraus wachsen kleine Birkenwälder. Und ich habe die benutzt für eine mittelalterliche Geißlerprozession, nicht? Und plötzlich sehen Sie diese wunderbaren italienischen Quattrocento-Bilder. Und sehen die einfach mit mittelalterlichen Figuren belebt. Und es gibt plötzlich eine unglaublich interessante Verbindung zwischen der Geschichte, zwischen einer alten Geschichte und etwas ganz Neuem, einer neuen Industrielandschaft. Und man schafft so einen, ja, wie soll man das sagen, so eine Durchlässigkeit oder einen permanenten Dialog zwischen der Geschichte und zwischen dem Heute. Ich meine, dass man fast alles ablesen kann an Orten. Aber natürlich gibt es auch Orte, die Sie erfinden können, die Sie im Studio bauen können. Das ist ja auch was, was ich gemacht habe, wo sie aber basieren auf Dingen, die man gesehen hat und die man natürlich in einer sehr kondensierten und vielleicht auch künstlichen Form zusammenbringt. Nicht? Die können das auch erzählen. Nicht? So habe ich die ganze transsibirische im Studio gebaut.
Ich denke, dass es ganz mit unserem natürlichen Bedürfnis zu tun hat, Orte zu wechseln. Und dass es etwas ist, was ganz, ich würde einfach mal so generell durchaus sagen, ganz tief in der Menschheit drin sitzt. Ja. Das ist ja, also soweit wir das wissen, eine der ältesten Dramaturgien. Es ist möglicherweise auch, hat möglicherweise auch mit religiösen Vorstellungen zu tun, also mit Prozessionen, mit auch einer durchaus animistischen Zeit, als es eben verschiedene und viele, viele Götter gab, denen man opferte oder die man verehrte oder anrief. Und andererseits ist es etwas, was, wenn man Filme macht, einem ermöglicht, eine Geschichte zu erzählen, die sich in alle Richtungen entwickeln kann, die einem eine Struktur bietet, die, wenn man sie intelligent und fantasievoll nutzt, einem im Grunde alles bieten kann, was der Film überhaupt nur braucht, was ihn interessant macht. Sie können in dieses, nennen wir es mal, Gerüst, das können Sie füllen mit allem, mit Vergangenem, mit der Gegenwart, mit Zukünftigen, mit Fantasien, mit Träumen, mit ganz alltäglichen Dingen. Und ich denke, es ist eine Dramaturgie, die uns die größtmöglichste Freiheit bietet und die größtmöglichste Ordnung gleichzeitig. Wir sind im Film alle so ein bisschen Einzelkämpfer geworden, wo ich aber denke, es ist unglaublich an der Zeit, dass wir uns wieder zusammenschließen und genau darüber nachdenken und das nicht nur analysieren, sondern auch wirklich Gegenvorschläge machen, wie es anders aussehen kann.